Willkommen zum ISM Excel-Kurs. In dieser Einheit geht es darum, wie man die Inhalte seiner Tabelle oder seiner gesamten Datei sinnvoll schützen kann vor unberechtigtem Zugriff von außen. Fangen wir mit dem Kleinsten an. Wenn ich jetzt nicht möchte, dass an einer bestimmten Tabelle Änderungen vorgenommen werden, zum Beispiel ich möchte nicht, dass jemand etwas eingibt, etwas löscht, in irgendeiner Art und Weise, also Einfluss auf den Inhalt meiner Tabelle nimmt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen, sagen, ich habe hier Namen, dann habe ich hier hinter Zahlen irgendwas, zum Beispiel eine Datenbank. Und ich möchte zwar, dass jemand diese Sachen einsehen kann, aber nicht einfach hier hingeht und sagt, so, Zellen löschen und das ist weg. Wie kann ich das machen? Dafür habe ich zunächst hier in dem Menü Überprüfen den Punkt Blatt schützen. Dann kann ich hier einmal unten angeben, was darf der User, selbst wenn es gesperrt ist. Das heißt, hier darf er Zellen auswählen und nicht gesperrte Zellen auswählen. Das heißt, in der Hinsicht kann ich genau gucken, darf er Zellen löschen, darf er Spalten löschen, darf er was einfügen, beziehungsweise was darf er einfügen. Und ich kann auch hier nochmal hingehen und sagen, okay, wenn ich extra Zellen festlege, kann ich einzelne Bereiche oder das ganze Blatt sperren. Wir lassen das mal hier. Das heißt, dieses gesamte Arbeitsblatt wird hinsichtlich der Vorgaben hier gesperrt. Dann gebe ich hier ein Passwort ein. Wird nochmal nach dem gleichen gefragt, damit es auch richtig ist. Und dann ändert sich das hier zu Blattschutz aufheben. Das heißt, an der Stelle sehe ich, jetzt habe ich nur noch die Option, die ich vorher hatte. Das heißt, wenn ich hier was eingebe, kriege ich einen Fehler. Genauso wie wenn ich was löschen möchte, habe ich hier nur Inhalte löschen, nicht mehr Zeilen löschen. Und selbst wenn ich auf Inhalte löschen klicke, kriege ich gesagt, das darf ich nicht. Jetzt kann ich aber immer noch hingehen und sagen, oh, lösche ich das ganze Tabellenblatt. Das heißt, an der Stelle kann ich keinen Einfluss auf die Einträge in dem Tabellenblatt vornehmen, aber ich kann immer noch die Datei als solches verändern. Also ich kann Einfluss auf die Struktur der gesamten Arbeitsmappe nehmen. Um das zu schützen, das kann ich hier mit dem Punkt Arbeitsmappe schützen machen. Ich klicke hier drauf, dann steht hier drinne in der Arbeitsmappe schützen die Struktur. Geben wir auch hier wieder ein Passwort ein. Wenn ich dann hier unten hingehe, sehe ich, ich kann das auch nicht mehr löschen. Wenn ich hier auf Neues klicke, sehe ich, auch das geht nicht mehr. Das heißt, ich kann zwar hin und her springen, aber ich habe keine Möglichkeit, neue Tabellenblätter anzulegen oder alte zu löschen. Das heißt, die Struktur der gesamten Datei bleibt in der Form erhalten, wie sie war. Gut, das sichert mir zumindest jetzt die Ein- und Ausgabe. Das heißt, an der Stelle kann jemand diese Datei ohne Probleme öffnen, kann Einsicht da reinnehmen, kann sie aber nicht weiter verändern. Jetzt habe ich aber immer noch das Problem, dass ja nicht sichergestellt ist, dass auch nur bestimmte Leute Einsicht in dieses Dokument nehmen. Das heißt, ich könnte auch daran interessiert sein, diese gesamte Datei mit einem zusätzlichen Passwortschutz zu versehen. Das kann ich machen, indem ich über Datei und dann Speichern untergehe. Dann kann ich die aktuelle Datei speichern, aber bevor ich sie tatsächlich speichere, kann ich hier unter Tools mit allgemeine Optionen ein Kennwort zum Öffnen und zum Ändern angeben. Das heißt, hier ist auch der Unterschied zwischen, ich kann die Datei öffnen, ich habe also die Möglichkeit, mir die Datei anzuschauen, oder ich kann irgendwelche Änderungen überhaupt vornehmen. Das heißt, wenn ich nur dieses erste Passwort eingebe, habe ich lediglich, wie man so schön sagt, Read-Zugang und hier würde ich dann erstmal Write-Zugang bekommen. Wir setzen mal beide Passwörter gleich als Passwort an. Klicke ich OK. Dann muss ich jetzt beide Passwörter auch nochmal eingeben. Dann ist es gesetzt. Dann kann ich diese Sache hier entsprechend abspeichern. Machen wir das mal. Der Datei Dokumente oder im Ordner Dokumente.
Hier ändert sich erstmal nichts, weil die Datei ja schon offen war. Wenn ich diese jetzt aber schließe, das Ganze dann wieder öffnen möchte, das heißt, ich gehe wieder hier hin, war hier unter Dokumenten, Mappe 2, dann werde ich direkt erstmal gefragt, was war denn jetzt das Passwort, um die zu öffnen. Dann steht drinne, von wem wurde sie Passwort geschützt. Geben Sie das Kennwort ein, um den Schreibschutz aufzuheben. Das heißt, an der Stelle muss ich zusätzlich auch noch sicherstellen, dass ich tatsächlich etwas ändern kann. Und dann ist die Datei so offen, wie ich sie vorher gesehen habe. Im ersten Teil hätte ich nur ein erstes Passwort gesetzt, hätte er mich nur einmal gefragt, hätte sie direkt angezeigt. Beim zweiten Mal muss ich tatsächlich noch ein zweites für den Schreibschutz eingeben. Ja, und da sehen wir, dass wir schon eine ganze Reihe an Möglichkeiten haben, um sicherzustellen, wer sieht die Inhalte, wer kann die Inhalte des gesamten Arbeitsblattes verändern, beziehungsweise der gesamten Arbeitsmappe. Und alles kann ich mit von mir selber gesetzten Passwörtern sinnvoll angehen. Und das wäre auch schon all das, was ich in dieser Einheit ansprechen wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen und Sie konnten hieraus etwas für sich mitnehmen. Und weitere Einheiten hierzu, die finden Sie über die entsprechend zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.